aus gegebenem Anlass, weil Kotti und Co. jetzt am Start ist, machen wir auch gleich die Kotti und Co. Redebeitrag. Hallo liebe Leute, wir Kotti und Co. sind eine Initiative von Nachbarn am südlichen Cottbuser Tor. Wir wohnen und leben gern dort. Wir wollen hier wohnen bleiben. Es ist unser Zuhause. Darauf haben wir ein Recht. Das ist unser Recht auf Stadt. Doch die Mieten im sozialen Wohnungsbau sind viel zu teuer und sie steigen weiter. Das können und wollen wir nicht mehr bezahlen. Das ist nicht unsere Schuld. Verantwortlich sind diejenigen, die das System des Berliner Sozialwohnungsbaus entworfen haben. Die Politiker von CDU bis Linke, die Bau- und Immobilienwirtschaft und die Banken, vor allem die EBB. Für ihren Nutzen wurde der soziale Wohnungsbau ausgerichtet, nicht für unseren. Nichts ist sozial am sozialen Wohnungsbau. Wir wollen die hohen Mieten stoppen. Dabei haben wir wenig Hoffnung, dass diejenigen, die unsere Probleme zu verantworten haben, auch diejenigen sind, die uns aus dem Schlamassel rausholen. Wir selbst müssen gemeinsam nach Lösungen und Konzepten suchen und dabei auch noch genug Druck aufbauen, um die Verantwortlichen zu zwingen. Unser Problem, der soziale Wohnungsbau im Kotti, ist Teil eines viel größeren Problems. Dafür haben wir unter anderem das Co. im Namen. Unser Problem ist das Problem der hohen Mieten in Berlin insgesamt. Es ist das Problem einer Stadtpolitik, die auf Wirtschaftsinteressen und nicht auf die Bedürfnisse und Forderungen der Bewohner ausgerichtet ist. Wir sind diese Bewohner. Wir haben ein Recht auf unsere Stadt. Dass wir dieses Recht erkämpfen müssen, haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren gelernt. Wir haben gelernt, dass wir erfolgreich sein können. Wir haben erkämpft, dass für 35.000 Sozialwohnungen in Berlin gilt, wenn die Miete über 55 pro Quadratmeter liegt, 3 Jahre lang keine Kaltmieterhöhung. Das ist angesichts der Ignoranz der Politik ein Riesenerfolg. Dennoch, angesichts unseres Problems ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch in 17 Monaten Dauerprotest haben wir gelernt, dass wir Konzepte und Lösungen nicht nur fordern, sondern auch selbst entwerfen müssen. Unser Getikondu, unser Protestcamp am Kotti, ist ein Teil davon. Es gibt uns eine Idee, wie wir unterschiedlich sein können und trotzdem gemeinsam in Kreuzberg leben wollen. Ein weiterer Beitrag sind unsere Ideen und Konzepte, die wir zusammen mit vielen Freunden und unterstützenden Experten erarbeiten. Wir fordern die Rekommunalisierung unserer Häuser. Wir fordern, dass wir selbst über unsere Häuser bestimmen. Und wir fordern, dass nicht Millionen und Milliarden an private Investoren verschenkt werden, sondern dass mit einem sogenannten revolvierenden Fonds die Finanzierung aus den Händen der Banken in unsere Hände geht. Gemeinsam mit GSW 23 und vielen anderen sagen wir, eine andere Wohnungspolitik, eine nachhaltige Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum, eine Vergesellschaftung unserer Häuser ist möglich und nötig. Unser Kampf geht weiter. Wir bleiben Innenstadt.